Na, ihr Rabauken? Nö, du hast schon wieder Angst? Brauchst du nicht. Hallo, na komm. So. Stöpsel, komm. Dein Abschiedsessen. Uppala. Oh. Stöpsel, komm. Dein Abschiedsessen. Hugo? Ja, du hältst dich aus allem raus, ja? Du bist der ruhigste hier in der Gruppe. Knödel zurzeit der Schwächste. Krümel ist immer noch Boss. Und Stöpsel möchtest du gern werden, ja? Aber ich glaube, auch dann gibt er keine Ruhe. Lasst es euch gut schmecken. Ja, ihr kriegt auch gleich da was da unten. Na komm, Krümel, komm. Na gut, ich lasse euch in Ruhe. Ja, hallo, ich grüße euch. Wie ihr ja eben gehört habt, Abschiedsessen. Das bedeutet, dass jemand ausziehen muss. Und zwar ist es unser Stöpsel. Ja, Stöpsel ist einfach ein sehr, sehr dominantes Männchen. Und er eignet sich einfach nicht für die Böckchengruppe. Und wer meinen Kanal verfolgt, der weiß es ja, dass ich mir immer habe was einfallen lassen, damit die Jungs hier wieder mal zur Ruhe kommen. Und Stöpsel war immer am Mosern. Da an der Stelle möchte ich nochmal sagen, also wer insbesondere Böckchengruppen hat, sei es kastrate oder unkastrierte Böcke, immer mal aufmerksam sein. Ab dem 8. Monat werden sie richtig erwachsen und dann verändern sie sich wirklich. Und das hat man hier auch bei unserem Stöpsel gemerkt. Also er war ja sowieso ein sehr, sehr aufgeschlossenes Bürschchen. Man hat ja schon von Anfang an gemerkt, dass er einen starken Charakter hat und es war sowieso sehr interessant, wie das mal hier werden wird. Und es hat sich jetzt einfach gezeigt, die ganze Bockgruppe ist halt nicht mehr glücklich, seitdem er jetzt fast richtig erwachsen ist. Er ist jetzt 13 Monate alt und es ist halt einfach nicht mehr harmonisch. Und richtig der ausschlaggebende Punkt war, dass unser kleiner Knödel auf Hochzeitsreise war und dann hier wieder eingezogen ist. Und viele, die ja Böcke haben, die wissen das ja, dann ist es erstmal ein Fremder und dann ist natürlich extreme Unruhe. Und aber das war natürlich hier an dieser Stelle auch. Aber Huru hat sich sowieso aus allem ausgehalten und Krümel, für den war das nach kurzer Zeit geklärt. Aber unser Stöpsel hat dann wirklich überhaupt nicht mehr aufgehört. Und es ist so, es kommt überhaupt keine Ruhe mehr rein. Stöpsel ist immer noch kein Boss. Und darunter hat der Kleinste jetzt zu leiden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich nehme einfach den jüngsten Bock hier raus. Aber ich glaube, dann wird auch keine Ruhe einkehren. Stöpsel ist einfach für die Böckchengruppe nicht geeignet. Und ich hatte ja von der Molly noch die zwei Mädels und dann hat die Stöpsel schon mit den beiden Mädels angeboten, also inseriert, vielleicht als Gruppe ausziehen kann, weil ich glaube, der Stöpsel wäre ein guter Erzieher und der Stöpsel braucht einfach Mädels. Das hat natürlich nicht geklappt. Die Mädels sind wahrscheinlich vermittelt. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob es das richtige Zuhause ist. Aber für ein Kastrat möchten die Leute auch nicht so schnell Geld ausgeben. Und wie es der Zufall wollte, ich habe gestern eine Freundin getroffen und habe der so ein bisschen erzählt und die hat auch schon immer Tiere und auch insbesondere auch schon immer Meerschweinchen. Ja, und die hat mir gesagt, sie hat eine große Mädelsgruppe mit 10 Mädels.
Und keinen Kastraten. Aber ich könnte sich das gar nicht so richtig, glaube ich, leisten. Also so ein Kastrat jetzt, ne? Und dann habe ich gesagt, Geld ist nicht das Wichtigste. Ich möchte einfach, dass mein Tier glücklich wird. Ich tue einer Bekannten einen Gefallen und somit wird der Stöpsel heute ausziehen und kommt in eine große Haremsgruppe mit 10 Mädels auf einen Schlag. Und ich glaube, es ist für alle Beteiligten das Beste. An der Stelle nochmal gesagt, man muss einfach dann auch an das Tier denken. Ja. Und wir Menschen sind ja sowieso schon egoistisch, aber da wirklich mal aufpassen. Und was ich nochmal an der Stelle sagen möchte, immer darauf achten, auch die Meerschweinchen werden erst ab dem 8. Monat so richtig erwachsen. Und gerade bei den Böckchen kann man das immer beobachten, oder auch bei Kastrate kann man es immer beobachten, dass sie sich ab dem 8. Monat sehr stark nochmal verändern. Und ich glaube, auch wenn dieses Schlüsselerlebnis jetzt nicht gewesen wäre, dass der Knödel für eine Zeit lang draußen gewesen wäre aus der Gruppe, auch dann hätte ich jetzt zu der Erkenntnis kommen müssen. Ich habe das ja schon etliche Monate beobachtet, dass das nicht so klappt. Ja, es tut mir eigentlich auch leid, weil das ist wirklich auch ein cooler, also der ist ja auch immer sehr tough und so. Aber ich glaube, die Gruppe wird glücklicher, ich komme wieder zur Ruhe und Stöpsel wird damit auch ein cooleres Leben haben. Ja. Und die Mädels bekommen einen gut sozialisierten Burschen an ihrer Seite. Jo, mit einem weinenden und einem lachenden Auge geht dieses Video zu Ende. Und ich möchte mich an dieser Stelle dann auch verabschieden mit den Worten: Liebe Grüße, euer Frank.